Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prey. Wir haben in der letzten Folge diesen fiesen Gefangenen befreit. Ob er so wirklich fies ist, kriegen wir noch raus. Jetzt werden wir aber erstmal die Waffenkammer öffnen. Ich bin ziemlich gespannt, was sich da drin verbirgt. 8, 7, 1 und die 4. Wie? Das war's jetzt? Mehr ist hier nicht. Eine Menge Zeug hier drin. Vielleicht eine Extrapistole? Er war sicherlich kein guter Mensch. Aber Sie haben ihn trotzdem befreit. Mich würde interessieren, ob das Mitgefühl war oder Sie ein anderes Motiv hatten. Ich kann nur meinen Anweisungen entsprechend handeln. Die Typhon können nur töten und zerstören. Aber Sie sind ein Mensch. Sie haben eine Wahl. Exakt. Ich habe eine Wahl. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, habe ich das nur aus Mitleid getan? Gute Frage, wie ich finde. Weil irgendwie ja nicht, ne? Jetzt habe ich leider nicht mehr genügend. Sagt er, aber das kann ich nehmen. Ich meine, wenn ich die Sachen halt langsam mal auseinandernehmen könnte. Oder wenn es hier irgendwo einen Fabricator gäbe. Das wäre so schön geschützt. Das brauche ich aktuell jetzt nicht. Liegt hier sonst noch was rum? Boah, hier sind noch jede Menge Waffen. Ich habe aber dooferweise null Platz dafür. Jetzt ist die große Frage, ob ich quasi noch einmal schnell zurückfliege. Oder war nicht unten ein Fabricator in dem Büro? Von dem Typen. Wir müssen mal gucken. Haben wir genügend für so einen Fabricator im Büro? Dass wir das ganze Zeug auseinandernehmen könnten. Ich denke schon. Habe ich den eigentlich auch schon abgegradet? Ja, ne? Wartet mal, wir müssen mal kurz gucken, ob ich das nochmal machen kann. G kombinieren und dann ziehe ich das hier einfach drauf. Und Rückstoß, weniger Rückstoß, mehr Munitionskapazität, Nachladegeschwindigkeit. Das ist alles absolut Schwachsinn. Mich interessiert wirklich nur die Feuerkraft. Insofern kann ich da nicht mehr viel machen. Was hätten wir hier jetzt noch? Bewegungsgeschwindigkeit. Verringert die Menge an Glut, die du benötigst, um ein Ziel bewegungsunfähig zu machen. Das wiederum klingt tatsächlich gut. Das verbessern wir sogar mal. So, können wir mit der Pistole noch irgendwas anstellen? Ja, das war ein Witz, ne? Nee, den Rest heben wir erst nochmal auf. So, jetzt ist natürlich die große Frage, was mache ich mit dem ganzen Zeug, das ich dabei habe? Ich bin einfach viel zu überladen. Ich habe keinen Plan. Wir versuchen mal weiterzugehen oder wir gehen nochmal zurück. Ich schaue nochmal, ob ich zurückgehen kann. Ich meine, hier werde ich ja wohl wieder hinfinden, oder? Das ist jetzt ja das geringste Problem. Also, Abmarsch und so. Jetzt habe ich es wieder getan. Versuch mal schnell unten in das Labor oder in das Büro von dem Typen zu kommen. Ach ja, shit. Hat er uns gesehen? Nee, der ist beschäftigt. Alles klar, so. Also nochmal zurück. Oh nein.
Wo war denn das Büro von dem Typen? War das noch weiter weg? Du hast dich versehen. Shit. War das Büro hier? Noch eine durchgebrannte Platine, dann war ich hier wohl noch nicht überall. Aha. Ach, das war da hinten? Ach stimmt, es ging ja nicht. Dazu musste ich den Strom wieder einschalten. Das Direktorbüro. Dann machen wir mal schnell den Strom wieder an. Genau, hier hinten war es. Yep. Genau, dann kam ich nur dort nicht mehr hin, aber ich kann das Zeug öffnen. Wunderbar. Das ist das, was ich machen möchte. Dann werden wir erstmal hier das übertragen. Dann übertragen wir nochmal den ganzen Schrott. So, was bräuchten wir denn auch nicht von dem anderen Crap? Ich glaube nicht, dass wir dieses Zeug brauchen werden. Was würde denn das bringen? Okay, das ist schon relativ viel, was das bringen würde. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ich mich dazu entschließen sollte, dass ich hier das jetzt nutze. Oder behalte ich es jetzt einfach erstmal? Weil du ja nicht weißt, was passiert. Schwierige Frage. Ich würde einfach erstmal sagen, okay, wir behalten es. Und dann recyceln wir den ganzen Crap hier mal. So, und folgendes, wir müssen jetzt noch ein paar Mal zurückgehen. Achso, das war der Fabricator. Richtig, wir müssen noch ein paar Mal hin und her gehen zwischen Waffenkammer und hier. Und nein, ich habe dich nicht übersehen. Und, ja. Dann können wir das ganze Zeug auch gleich mal auseinander basteln. So. Da war's, genau. Ach nee, die Waffen wollte ich ja immer so mitnehmen, um daraus dann irgendwann Ersatzteile zu basteln. Verdammt. Was macht der Typ eigentlich? Wieso hat der keine Waffe? Da haben wir alles mitgenommen. Hier liegt doch noch was rum. Ich hab dir doch extra was dagelassen. Na gut, dann versuchen wir jetzt einfach mal weiterzukommen. Was waren denn jetzt die Aufträge? Ich habe schon wieder alles völlig vergessen. Also irgendwas mit einem Loch flicken? Das ist die Hauptgeschichte. Betritt Guts in Klammern Psychotronik. Wer ist December? Suche Alex Bürotresor im Arboretum. Versiegle den Außenrumpf. Aha. Ja, eigentlich müssten wir den auch noch irgendwo finden. Wir gucken mal ganz kurz auf den Außenbereich, okay. Ich glaube, wir müssen dazu raus. Wir müssen den Außenbereich verriegeln. Ich glaube, dazu müssen wir raus. Ja. Wie kommst du nur darauf? Okay, dann folgendes. Wir gehen hier hoch. Halt. Wir gehen auf der anderen Seite hoch. Und dann benutzen wir oben mal die Luftschleuse. Und könnte diese verdammte Musik hier endlich mal aufhören? Die macht mich noch ganz irre. Genau. Wir gehen da jetzt mal raus und versiegeln wir irgendwie so den Außenbereich. Hoffe ich mal. Also ich gehe schwer davon aus, dass wir dann dadurch rankommen.
und dann unten die einen Räume freischalten. Aber sehen wir mal. Mikrogravitation entdeckt. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht beunruhigt darüber sind, dass Sie Ihren eigenen Tod geplant haben. Das ist schwer zu verdauen. Mein Rat wäre, denken Sie nicht an das Ende. Konzentrieren Sie sich auf das, was vor Ihnen liegt. Einen Schritt nach dem anderen. Ich bin hier, wenn Sie Hilfe brauchen. Okay. Schön. So. Luftschleuse Shuttle Dock versiegelt den Außenrumpf. Da ist es. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das mal an. Schön, dass die nicht hier außenrum geiern. Hi. Bewege mich. Forschung abgeschlossen. Okay. Wer bist du denn? Inspektion neu. Ihr Anzug ist undicht. Ich pflege das für Sie. Reparatur abgeschlossen. Ach, das machen die. Ja, geil. Operator nähert sich. So, und wo ist jetzt mein Problem mit dem Ding? Irgendwo hier unten. Okay. Gut, jetzt... Verschaffe dir Zugang zum Lager für exotisches Material, alles klar. Da ist noch ein Rumpfdurchbruch. Ich komme. Beim Kraftwerk, okay. Wollen wir das nicht gleich noch mitmachen? Ich meine, wir sind sowieso schon außen, dann machen wir das doch einfach schnell. Hey. Okay, 174 Meter. Das machen wir fix. Wenn wir sowieso schon mal auf... Ja. Damit beschäftigt sind, hier Sachen zu flicken. Dann machen wir doch gleich den ganzen Sheet. Okay, da komme ich jetzt nicht weiter, alles klar. Ach, das sind die Solarzellen gewesen. Gut zu wissen. Was bist du denn? Das kann nur noch lustig werden. Alter. Ist er jetzt tot? Was braucht er denn? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Okay. Nein, Korrumpierter, nicht ein Korrumpierter. Nein. Also das war jetzt heftig. Wir haben fast die ganze Munition verschossen. Wir werden also demnächst mal welche herstellen müssen. So ein Mist. Was ist das denn alles?
Forschung abgeschlossen. Okay. Ein Zystoniden-Nest. Das ist logisch. So, wo ist jetzt hier... Wo ist das Leck? Wieso habe ich die Vermutung, dass ich hier gar nicht sein sollte? Hm. Da geht jetzt auch gar nichts dran zu machen. Wir hauen mal ab. So ein Shit. Ich glaube, ich habe jetzt jede Menge Munition verhaut. So, wo muss ich denn jetzt wieder hin? Luftschleuse Maschinenlabor und irgendwo da hinten. Luftschleuse Arboretum. Nee. Luftschleuse Shuttle Dock. Ich glaube, ich war hier irgendwo. Luftschleuse Psychotronik. Na, wenigstens etwas. Dann drehen wir uns doch mal. Und ja, wir gehen wieder zurück. So wie das gerade gelaufen ist, ja. Da schweigen wir mal lieber drüber. So. Wo bist du? Da bist du. Oh Gott, ja, komm mal her. Hallo. Komm mal. Heil mich. Medizinroboter, heil mich. Was machst du, Arsch denn? Heil mich. Hey, ich brauche Heilung. Hallo? Ah, danke. Ich mag dich. So. Jetzt können wir mal weitermachen. War nicht auch noch irgendwo so ein anderer Bot? Oder war das nur so ein Medizin-Operator? Weil der andere könnte mir nochmal die 5 Dinger hier flicken. Von meinem Anzug. Na gut. Wollen wir nicht so sein. So, da wollte ich noch nicht rein. Hier wollte ich rein. Wie geht's dir, Aaron? Das ist schon irgendwie schon sehr morbide. Da hängt der einfach nur hier ab. Hm. Jetzt dachte ich, dass wir da irgendwie Munition kriegen, aber nö. Wir haben jetzt noch 4 Schuss. Nicht so gut. Dann haben wir ein Phantom. So, wie killen wir den jetzt? Subject Holding. Früher wollte ich, dass wir im All nicht alleine sind. Ich würde ja mal schätzen, das hat sich jetzt geändert.
War da drin nicht irgendwie ein Geschütz, das ich mitnehmen konnte? Oh, er sieht mich. Der wird mich sehen. Geh weg. Was sehen Sie da im Glas? Muss ich den jetzt killen? Was war denn das für einer? Das sagt er mir jetzt nicht, ne? Fuck. Oh, Entschuldigung. Oh je. Mist. Ich wollte jetzt eigentlich ins Labor zurückgehen. Und da das Geschütz holen, aber so wird das natürlich nichts, ne? Ja, gut, gut, gut. Was liegt denn da hinten noch? Na komm. Noch ein Stück exotisches Material, komm zu mir. Alles klar, da ist jetzt nichts weiter drin. Dann würde ich sagen, was ist das hier? Vorratskiste DDS? Hier sind mal keine Typhons, das ist schon mal sehr schön. Mülleimer ist nix. Typhon Plasma, was zum Geier ist das denn? Ist das auch nur Müll? Das ist tatsächlich auch nur Müll, okay. Das war nur Müll, dann würde ich sagen, ich beende die Folge an der jetzigen Stelle und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.